Ich hab bloß auch einen schönen Sonntag gehabt. Wenn wir das Game durch haben, wollte ich nochmal Sie beißt Dings mich doch nicht, in diesen oder? No-Return-Modus reinschauen. Nein, Oh, Grossi, von der versprochen. Streamserie. Ich grüße euch alle, ihr Lieben. Dachte, das hätten wir letztens noch fertig gemacht, aber ich habe, glaube ich, nicht mehr abgespeichert. Einfach ausgemacht, Alter. Danke, wie geht's dir? Mir geht's gut, Bro. Danke der Nachfrage. Bisschen müde war ich, aber wie gesagt, ich habe nochmal gepennt. Ich habe zweimal geschlafen, so im Arsch Nochmal? gewesen. Das würde ihr bestimmt gefallen. Aber war ein geiler Stream, Leute. Vielen lieben Dank, Leute. Wirklich, wie jeden, der reingeschaut hat. Jeden, der dabei gewesen ist. War geil, hat Spaß gemacht. Bin auf jeden Fall fitter heute als letztes. Okay, pass auf. Lass ihn nochmal schnell fertig. Holz, wir machen uns nämlich auf der Suche nach Lev. Andreas, wie geht's dir, Bro? Oh, Tracy, ich habe gar nicht gesehen, du bist auch da. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Sonntag gehabt? Mal gucken, wer alles jetzt reingeschlüpft ist hier. Space habe ich schon begrüßt. Wir Leo haben wir sollten weiter nach ihm begrüßt. suchen. Den Kev haben wir begrüßt. Tracy, hast du einen schönen Sonntag gehabt? Einen angenehmen Sonntag? Hallo? Ist schon fertig. Weitergehen. Mal gespannt jetzt, wie lange wir für das Ende brauchen. Dann geht's wieder. Bist du immer noch angeschlagen gewesen Lev! oder was? Ich dachte, dir geht schon besser. Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mama überzeugen? FBI, open up! Schwester, wie geht's dir? Vielen Dank für deine 25 Bits. Und auch einen wunderschönen Sonntag. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn. Oh, Andreas, Alter. Einfach Knockout. Du alter Russe, du Alter. Das muss so sein. Das gehört aus deiner Natur, Bro. Lange ist deine Zeit Natur. Habe ich musst du nicht abkühlen, verstanden, wie Wasser, warum Alter. Er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet. Oh, Kirby, 5er Stream-Serie. Danke, danke, danke. Ich habe mit dem ersten Teil nochmal gezockt in Tilo. Geil, Bro. Remake oder Remaster? Ich hoffte, das oh, liegt danke wieder. Schön, das freut mich. Eine Zeit lang war es okay. Ich freue mich auch, dass dir der Stream so gut gefallen hat. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Oh, danke schön, Sabrina. Vielen lieben Dank für dein Fortnite-Lurk. Tracy. Oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden letztes Mal? Ey, Dings, Was meinst du, warum er es getan hat? Andreas, Kopf rasiert, denk lieber nicht mit Sarah, Alter. Letzte Woche ich glaube, hat die, glaub, er die haut dich. Rolle in der Ich glaube, die haut dich bekommen. Weg. Er wollte Soldat Ja, für die sein. PS5 müsste Remake. Ja, genau, Aber Bro. Sie haben Geil, Alter. Er wird die Frau eines der Ältesten. Habe ich auch wieder einen geilen 12-Stunden-Stream gehabt. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle. Ey, Bro, Two-Face, wie heißt du eigentlich? Ich will deinen das richtigen ist Namen Santa sagen. Barbara. Ich muss die Leute eigentlich immer so mit richtigen Namen anzusprechen. Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. Ja, Bro, die ist Bombe, Alter. So ich schwör's dir. Ja. Meinst du jetzt von dem Game oder vom Remake vom ersten Gut. Teil? Weil sie sind ja beide fantastisch aus. Aber ich finde die Details beim zweiten Teil natürlich, weil das nochmal um einiges krasser ist, ne? Von der Größe von dem Game. Hier muss es noch irgendwas geben.
Bro, das ist dein Account, Mann. Ich Idiot, Alter. Saskia, ich grüße dich. Du warst zu... Hast du nicht einen anderen gehabt? Bro, bin ich dumm, Alter. Mochi, ich grüße dich nochmal. Herzlich willkommen, Bro. Toothpaste bist du gewesen? Ey, ich hab das echt nicht mehr gereilt, Alter. Sorry, Mann. Saskia, wie geht's dir? Wie geht's deiner Mia? Weiß ich ja. Das weiß ich ja, wie das seine Tochter ist. Das ist süß. Geil, Bro, Alter. Geiles Spiel einfach. Beides geile Spiele. Ist natürlich komisch, ne? Wenn ich jetzt gucke. Och man, gute Besserung der Kleinen. Siehst du, wie alt ist deine Tochter? Hört? Immer kurz zum Glück. Okay, danke, Glossy. Such weiter. Danke, Tracy. Wirklich voll lieb von dir. Guten Abend, Schwesti, wie geht's dir? Bist du ready für den Endsport? Hast du dich ausgeruht? 6, oh, ist er noch voll klein. Die Arme, gute Besserung. Ganz schön wieder fit wird. Hm. Wie wär's hiermit? Boah, voll geil, dass ihr alle wieder da seid, Leute. Danke, danke, das ist danke. Perfekt. Aber ich bleib so lange ich darf. Kein weißt Problem. Du? Lieb Mario, wenn ich russisch dich aus, du kommst einfach wieder. Ich kenne dich doch. Ja, ja, genau, Bro, Alter. Nicht. Voll verballert, weißt du, Alter. Sorry nochmal. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium? Weiß nicht, bei ihm hat sich das so angehört, als wenn er Spaß macht. Bei ihr hat sich das so angehört, als wenn das voll ernst ist. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Hat sich auch so angehört, Bro. Ich auch gerade das ernst. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Da muss ich dich markieren, Alter. Ja, auch einen VIP kriegen auf dem... Wieso? Vor allem für deine du weißt, wieso. Hilfe, Alter. Beerdigung, Bro. Wirklich, hat jeder Cent geholfen. Danke nochmal. Wir können das hinkriegen. Hast du schnell einen Platz für dich freigemacht? Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß... Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber oh, was für Daten? Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend gehabt. Wir dürfen glücklich sein. Hey, hey, Chrissy, ich grüße dich. Wie geht's dir heute? Ja, auch natürlich einen wunderschönen Sonntag. Oh, Bloody Sam. Ausgeschlafen, ausgeruht beim Freund. Oder gleich wieder Essen und Powernap. Love, Red Bloody. Ja, auch einen wunderschönen Love. Sonntag. Startzeit Nummer 1 auf TikTok, Alter. Jedes Kommentar muss doppelt überprüft werden. Sie wird ihn umbringen, Abby. Oh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ist das Boot fertig? Mit nicht. Fit für den Endsport, Leute. Fit für den Endsport. Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme. 10er Stream-Serie. Owen? Ich bin auch ausgepimpt, Bro. Extra früh nochmal mit Rana weggeklappt. Aber ich muss euch sagen, ich lass sie nicht allein gehen. Ich bin echt alt geworden. Doch, das tust du. Ich versuche nicht. Ich bin jetzt zweimal, also nochmal eingepimpt. Indem du das verdammte Boot klar machst. Ich geh voll im Arsch. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Ey, Leo, aber der Bosskampf gegen den Red King, ich schwöre, auf jeder Stufe, ich finde den nicht schwer, ich weiß nicht mehr. Man muss nur auf ein paar Ecken achten. Nur bei der schwersten Stufe muss man aufpassen, weil seine Säure. Ich glaube, die Hälfte der Energie frisst auf der schwersten Stufe. Da ist der Yachthafen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Wie findet ihr meinen Post bei Insta? Habt ihr den gesehen?
wie ich meinen Kopf auf Abbys Körper gepackt habe. Scheiße, ich hab's nicht gerade hingekriegt, Alter. Hab mich voll geärgert, Mann. Hier liegen ein paar unserer Brote. Weil das mit dem Finger auf dem Handy ist, ne? Und ich hab's nicht geschafft, das zu drehen. Das ist voll umständlich, Mann. Der ist so geil geworden, der Post, Alter. Ja, ihr wisst ja, hier oben gibt's eine Marke, ne? Hier war eine Marke, oder? Ach nee, die ist unten, oder? Nee, da, doch, da ist eine Marke und unten ist noch eine Marke. Für alle, die vielleicht diese Marken sammeln. Oh. Jedes Mal vergesse ich das, ne? Jedes Mal. Ich finde, irgendwie kommt mir das Wort, als ob sie den Sound nochmal verbessert haben. Ich hab dich. Als wenn er ein bisschen wuchtiger geworden ist beim Remaster. Auf geht's. Vorsichtig. Also. Wie kommen wir ich hatte nicht mehr genug Munition. Wir stellen ein Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Aber Bro, du musst immer sparsam sein. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Deswegen versuche ich halt auch immer, die Leute lautlos zu töten. Worauf er sich da einlässt? Immer gut zu sammeln. Ich dachte schon. Ach genau, hier ist nochmal. Ich meine, sie ist seine Mutter. Hier ist nochmal eine Münze, ne? Ja, okay. Wie wird das anders sein? Ja, das hier ist das Remaster, Bro, deswegen. Das haben die jetzt nochmal ein bisschen. Das haben sie an die PS5 angepasst. Oh, Shake Rudy, wie geht's dir? Ich hoffe, ihr habt bisher alle ein wunderschönes Wochenende gehabt, Leute. Habt ihr schön erholt. Das war jetzt die PS5-Version, deswegen, Bro. Wirst du dir das auch holen? Du weißt, wenn du die PS4-Version hast, musst du nur für 10 Euro upgraden, ne? Ich sag's euch, ich bin alt geworden, ne? Ich bin so weggeklappt, ich hab so gepennt, Alter. Gestern geschlafen, ey, aufgestanden. Wieder geschlafen. Irgendwie nachts wieder wach geworden. Alter, ich wirklich, ich bin gar nicht. Das einfach. Raid von dem lieben Sledge. Wer dem lieben Sledge noch nicht von euch folgt, die meisten kennen ihn ja. Gerne ein Follow dalassen. Ist ein geiler Typ. War coole Games, man. War, ich glaube, hauptsächlich Warzone, aber dann gibt es auch viel, viel Final Fantasy. Kingdom Hearts. Heute hat er auch Kingdom Hearts und dann Warzone gespielt. Das geht ab, Sledge, Brudi. Wie war dein Stream? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ich hoffe, dir geht's heute ein bisschen besser, bist fit. Geil, Bro, Alter. Man sieht gleich den Unterschied, ne? Oh, einer, wie geht's dir? Salam, salam. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Schon zu spät. Sledge, was geht ab, Bro? Hast du ein paar Siege geholt, wenigstens noch? Danke, Bro. Ey, Kingdom Hearts sieht ja mal richtig geil aus, Alter. Wirklich, muss ich echt sagen, Mann. Voll die geilen, süßen Charaktere, Mann. Sehr interessant ist das Spiel. Oh, ich hab nur noch gepennt, Alter. Ich hab nur geschlafen. Hey, ich alter Sack, Alter. Einfach gepennt. Voll am Arsch gewesen, Alter. Wie gesagt, gestern wach geworden, wieder eingeschlafen. Wach geworden, wieder eingeschlafen. Halt ein alter Mann geworden. Alte Männer brauchen ihren Schlaf, ne? Okay, los, los. Wirklich, Bro, Alter. Ich hab bei dir wirklich die ganze Zeit so still gelurkt. Sag noch mal ein bisschen Bettchen. 19 Stunden, 40 Minuten. Wir runden mal auf 20 Stunden, ja? Scheiße, Mann. Aber 5 Abstürze, ein Bann auf TikTok kassiert. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe echt einen Bann kassiert schon wieder.
Dann fragen die Leute mich immer, ey, komm doch wieder auf TikTok-Stream, Alter. Geht nicht, Mann. Du bist zu empfindlich auf TikTok. Man darf gar nichts machen. Das kann Spaß machen. Auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Das ist jetzt mein vierter Bann, Alter. Das ist unglaublich. Recht sowas einfach. Yara. Auf Twitch wurde ich noch nie gebannt, Alter. Ey, kennt sich einer aus? Wie dann nicht spannend am besten seinen Monitor? Ich habe den Sommer über so viele Fliegen gekillt, das sieht so widerwärtig aus. Ey, ich weiß nicht, Mann. Wie gesagt. Palworld zocken, Abklatsch von Pokémon. Oh, Bro, du weißt doch, ich bin nicht so fit mit Pokémon. Wie lange brauchst du noch? Brauchst du noch? Das dauert zwar noch etwas. Ich glaube, 3 Stunden, glaube ich. Ja, aber das ist doch nur ein Sound, du siehst doch nichts. Mein Monitor, ich muss den mal sauber machen. Und ich habe eigentlich dem letztes Mal mit so mit diesem Alkohol sauber gemacht. Und ich habe gehört, man soll das nicht damit sauber machen. Ich habe den heute in meinem Licht, heute hat die Sonne reingeschienen. Nee, soll man ja nicht, Bro. Das ist ja die Sache. Man soll nicht sowas benutzen. Kein Fensterreiniger, habe ich gehört. Also kein Fensterputzmittel. Weil da soll so eine Beschichtung auf dem Monitor sein. Und die soll wohl angegriffen werden, wenn man solche Sachen benutzt. Also habe ich so gehört. Ich weiß es nicht, ne? Bleib auf dem Dock. Letztes ein Video angezeigt gekriegt. Besorg ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich habe ja dieses Isopropanol, okay. Oder wie das heißt. Okay. Ich wollte das damit eigentlich sauber machen. Jetzt habe ich Schiss. Habt ihr meine Insta-Story gesehen, Leute? mit dem Kopf von Abby. Mein Kopf auf Abbys Körper. Wie gesagt, leider konnte ich den nicht umdrehen, Alter. Puss ist nicht scheuerndes Tuch. Es gibt extra Mittel für Fernsehmonitor. Ja, aber ich konnte den Kopf nicht drehen, Mann. Das, weil das über Handy ist und mit dem Daumen irgendwie. Weil der Kopf zu klein gemacht werden muss, voll schade. Ich konnte den Kopf leider nicht sehen. Ja, aber ist das nicht auch Isopropanol einfach? Dann, okay, dann bestelle ich mir einfach bei. Guck ich mal, ob ich das bestelle, weil ich muss meinen Monitor unbedingt sauber machen. Der sieht aus, wirklich. Das war ein Fliegenmassaker in dem letzten Sommer. Fliegenmückenmassaker, wie die mich genervt haben. Ah, jetzt kommt ja Tommy, Mann. Hab ich wohl vergessen. Ich dachte, jetzt sind wir schon auf der Insel. Kommt hier erstmal Tommy. Einfach der beste Scharfschütze der Welt, Leute. Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Muss man mal schicken, im Grunde, wie das heißt. Ja. Hey, schade, wie geht's dir? Ein wunderschönes Wochenende, ein schönes Sonntagabend. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote, wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Du bist der Pendejo. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir. Nice, einen schönen freien Montag mit Schitter. Los. Ich werde heute mal googeln und dann bestelle ich mir extra so ein Tuch. Alles super. Hast du gesehen, warst du auch da, als ich meinen 19-Stunden-Stream hatte? Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge. Oh, falsch stimmt. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Ich hab den aber rausgekattet als Highlight auf meinem Kanal. Wir haben uns hart zugesetzt. Also hier auf Twitch kann man sich das angucken. Hier lang. War krass auf jeden Fall. Gib du Passertuch mit Wasser einfach. Wieso? Keine Ahnung. Warum Tuch? Das ist kein. Ah, okay, geil. Wusste ich nicht. Ja, wirklich heute, wo die Sonne hier reinschien, Alter, sah katastrophal aus. Warte mal. Ich rück vor! Gut ist, dass er auch unendlich Munition hat. Hey Julia, wie geht's dir? Wie weit bist du? Hast du auch schon gezockt? Einen wunderschönen Sonntagabend.
heißt Subtan. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Weil, wie gesagt, der obere Monitor geht, aber der untere Monitor, auf dem ich zocke, boah, der ist einfach Katastrophe. Los, los! Perfekt, mach ich auch. Was jetzt? Vielleicht bestelle ich das gleich ganz schnell. Mal ganz kurz. Wie heißt das? Subtown Screen Cleaner. Mein Handy mal zum Aufladen machen. Subtown Screen Cleaner. Ey, Digga, meine Augen sind so schlecht geworden. So kurz, ne? Altbären ist scheiße. Bildschirmreiniger. Displayreiniger. Ja, das ist was anderes, glaube ich. Du hast sicher einen Link reingeballert, ne? Oder nur einen Namen? Subtan, Screen Cleaner, 12,90 € mit Tuch, perfekt. Ich will direkt. 12,90 €. So. Perfekt. Ja, so mit dem Tuch gleich dabei. Hab ich schon bestellt. Dankeschön, hab ich gefunden. Danke nochmal. Gib's gleich mit dem Set, wie du gesagt hast, mit dem Tuch. Warte ganz kurz, ich muss ganz kurz mal hier, dass er mich nicht wegballert. Bei mir ist eine Motte Larve im Fern und bewegt sich dann zu Spielschirm. Boah, das ist ja eklig, Mann. Wie gesagt, das war ja diesen Sommer durch Ranas ganze Pflanzen. Er hat ja richtig viele Pflanzen sich angeschafft und leider in der Erde müssen irgendwelche Viecher gewesen sein. Dadurch sind diese komischen Mücken gekommen, diese kleinen Drecksmücken, so viele. Und ich habe die dann beim Zocken immer ekligerweise auf dem Bildschirm zerquetscht. Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Nee, ich bestell mir das auch bei Amazon. Los, los! Lauf! Fuck, der ist gut. Hab's direkt bestellt, danke schon nochmal, vielen Dank. Wir sollten die Eindringlinge verfolgen. Auf erbarmungslos, ne? Da trifft er nochmal eine Ecke besser. Shit. Also erbärmlich, entschuldigt bitte. Erbärmlich schmeckt natürlich. Wieder Wäsche machen, ne? So eine Kacke, Bro. Immer das Gleiche. Warum das nicht irgendwelche unsichtbaren und Feen machen, ne? Welcome back, Rossi. Was hast du gestern noch gespielt? Ich habe noch gesehen, du hast noch bei YouTube warst du noch. Wie gesagt, irgendwann bin ich pennen gegangen. Oh, jetzt die Stelle ist auch. Die Stelle ist auch. Manny. Wieso? Guten Abend, liebe Peggy. Einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sind wieder fresh. Fresh and clean. Ach ja, genau, das habe ich auch noch. Das wollte ich auch mal zocken. Meine Tochter liebt das Spiel. Meine Tochter hat das voll auf dich gezockt. Shit. Ja, ich habe jetzt Schlaf nachgeholt, ich habe das auch. Ich habe gestern gepennt, dann bin ich wach geworden, da war ich ja kurz im Stream vom Face, kurz mit euch geschrieben da. Dann bin ich wieder eingeschlafen, dann bin ich nachts wach geworden, dann bin ich wieder eingeschlafen. Hey Helena, ich grüße dich, dir auch einen wunderschönen Sonntag. Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, ich habe es auf Disc. Für die Xbox. Danke nochmal, ihr Lieben. War ein geiler Spiel. Vielen lieben Dank. Ich habe eine Menge Spaß gehabt. Los, auf die Brücke. Ja, ey, wirklich. Das Ding ist, also ich war matschig. Ich hätte noch gekonnt, aber Rana ging es irgendwie auch nicht gut. Und dann denkst du, ich habe das gemerkt. Da habe ich mich, ich war sowieso müde. Dachte ich, scheiß drauf. Die hat sich dann auch gleich an mich gekuschelt. Haben wir ein bisschen gepennt zusammen. Abby, zur Treppe da drüben. Genau, ich muss da hoch. Lauf! Ich muss
geschmissen. Die Stelle ist richtig dreckig, Mann. Ich zieh den Kopf gar nicht, Alter. Verdammt, nicht schon wieder! Hey Nicole, einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ich grüße dich. Leute, ich muss kurz meine Tasse wegpacken. Ich will noch ein Stückchen schnell trinken. Ich brauche mein Wasser. Wisst ihr? War so schön viel Wasser. Wie war dein Wochenende? Alles gut bei dir? Du bist wieder gesund und fit. Wie alle natürlich. Gibt's da noch? Der kleine Klicker. Der kleine Klicker. Ich rück vor! Man muss aber auch echt sagen, auf der. Ey, warte, es kommt da jetzt so ein fetter Dings noch, ne? Fermler! Hebt man nochmal. Digga, Alter, warte mal, ich muss nochmal machen. Ich hätte die falsche Dings an. Wenn du dein Bildschirm mit Alkohol putzt, kann es die. Ja, ja, und ich habe das nämlich schon bisher schon mal gemacht. Und das habe ich ein Video gesehen, deswegen habe ich mich nicht mehr rangetraut. Aber das machen wir jetzt anders. Ich bereite mich jetzt ein bisschen besser vor. Habe ich hier noch Armbrust? Ich opfer den Flammenwerfer, weil das die unnötigste auf Armbrust behalten. So, was nehmen wir jetzt? Die fette Knarre will ich eigentlich noch behalten. Ich muss den Kopf treffen, aber ich. Ja, jetzt sehe ich ihn besser. Digga, er trifft mich wirklich überall, der Hund, Alter. Sorry. Digga, was für ein Bastard einfach der Dings hier ist. Alter. I love you, man. Tommy, Alter, ich schwör's dir, Bro, ist das ein Wichser, Alter. Ey, ich liebe dich, Tommy, ne? Nimm das persönlich, aber ich hasse dich auch. Digga, Alter. Unglaublicher Frechdachs, Alter. Warte. Ich hab so gut getroffen gerade. Einmal daneben geschossen und er gibt mir jedes Mal halbe Energie weg, ey. Ich glaube, ich opfer doch. Oh, Finja, wie geht's dir heute? Jetzt machen wir das mal ganz anders. Wir gehen schön daneben, so wie es sich gehört. Scheiße! Ey, wo kommst du denn hier jedes Mal, Alter? Ey, wo kommt denn der eine jedes Mal her? Mich verarschen eigentlich? Warte, ich bleibe wieder da hinten am Auto, Mann. Kommt der von oben oder was, Mann? Irgendwas schmeißen, um die anzulocken? Digga, ding die mich auf. Er weiß natürlich direkt, wo ich bin, der Klicker, Alter. Es ist so geil einfach. Alter. Ey, Digga, Manny, Alter. Du alte Blindschleiche. Es ist unglaublich, Mann. Ach, du arme, gute Besserung, Mensch. Geht's immer noch nicht besser?
Oh, Genie, wie geht's dir, Schwester? Ich grüße dich. Entschuldige bitte, ich bin ja gerade ein bisschen am rumgiften. Nimm mir das mal nicht übel. Wenn ich jetzt... Komm, hier ist einfach der Superfighter, ich schwör's euch. Das kommt natürlich davon da. Verpiss dich, Alter. Ey, wieso steht Manny jetzt hier rum, Alter? Wisst ihr, was ich manchmal, wie mir das manchmal vorkommt? Als wenn die KI von den NPCs nur mal geworden ist. In der Version. Ja, aber begrüßen muss sein, ne? Begrüßen muss sein. So, jetzt kommt der Kumpel Chandler hier. Ey, Dickerchen! Digga, wo ist Manny eigentlich da? Finde irgendwie ging es mir die ganze Zeit. Oh, glaub mir, ich kenne das. Wirklich mal dieser scheiß Wechsel, ne? Dass einem die ganze Zeit gut geht, ne, und dann so schlagartig schlecht geht. Ich hasse es, Alter. Wir müssen zur Brücke, bevor das ist auch ständig, wirklich. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, die Hand ist immer schnell hier. Dann hoffe ich, dass du jetzt hier wenigstens ein bisschen dich entspannen kannst. Und ein bisschen gute Laune kriegst. Abwarten, ihn zu kriegen. Vielleicht ein bisschen lachen kannst, wenn ich auf die Schnauze kriege. Abby, hier drüben. Abby. Das wollte ich hören, das freut mich. Aber eigentlich Sonntag ist doch immer der schönste Tag. Ich habe mit Rana heute einen richtig schönen Sonntag gehabt, wie ein Sonntag sein sollte. Einfach schön zusammen im Bett gegammelt, entspannt. Ich früher noch jedes Wochenende gearbeitet hatte und dann mal Sonntag frei hatte. Oh, ich habe das so geliebt, dass ich wenigstens dann mal einen Sonntag oder so hatte, wo ich mit ihr einfach nur im Bett liegen bleiben konnte. Runter! Ich habe mich gerade noch so geduckt, Alter. Der ist so ein Killer einfach. Entdecker! Hast du dich ein bisschen erholt, Bro? Scheiße! Hey! Hier ist das Peach im Wildhof! Ist da! Los! Jetzt nicht nachlassen! Mist! Pass auf! Nice, das wollte ich hören. Dafür habt ihr euch alle wenigstens ein bisschen entspannt heute auf Finja. Ich hoffe, du konntest heute wenigstens ein bisschen dich entspannen, ein bisschen Schmerzen vergessen. Gut, sag mal, oder fern, das endlich. Ach so, ich denke mal, ich vermute mal so. Und jetzt, wie lange spielen wir jetzt? Ich sage mal, grob geschätzt, so 2,5 Stunden vermute ich mal. Wieso? Willst du dich nochmal hinlegen? Boah, geil. Gerne. Wirst du dir das auch holen? Die Version? Bist du ihn? Ich
hab mit Rana gegangen, mit dir wieder geguckt. Flankier ihn! Aber ich hab was Heftiges auf Netflix geguckt, wo so ein Typ, der bricht in eine Wohnung ein, bei so einem Pärchen, betäubt die beiden und tut so, als wenn er eine Kamera einbaut, ne? Sagt dann dem Typen, also er entführt einfach seine Freundin, das ist aber echt, ne? So eine Doku. Er entführt einfach seine Freundin, ihm erzählt er, da ist eine Kamera, ne? Hat er wirklich angebaut. Und wenn er sich bewegt, allerdings tötet er seine Freundin. Und er nimmt seine Freundin mit. Voll krank einfach, Mann. Und betäubt ihn nochmal. Erst 12 Stunden später wird er erst wahr durch die Polizei. Und keiner glaubt ihm, das ist wirklich passiert. Keiner glaubt ihm, ne? Dann, aber ey, ihr müsst euch das, ich will das gar nicht verraten, guckt euch das mal an. Das ist heftig einfach. Das sind 3 Folgen nur. Auf Netflix, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das ist neu. Voll übel, Alter. Und keiner glaubt ihm. Du denkst natürlich auch erstmal so, ja komm, er hat sicher. Aber die komische Geschichte, wer glaubt das denn? Komm, Typ rein, empfiehlt deine Freundin, hört sich wie so ein Film an einfach. Bye bye, Manny. Bitte einer klippen, wie Manny einen Headshot kriegt. Gleich, bitte. Kann einer gleich Clip machen? Alter, was? Bitte Clip machen. Bitte. Hey, was klappt denn? Grüße dich. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Danke, ihr Lieben. Ich hoffe, wir haben es aufgekriegt. Manny's Headshot, ganz wichtig. Ich hab den Typen von Anfang an gehasst, ich mochte den nie. Das freut mich, Bro. Du hast Schönes gemacht, Mann. Hast heute wieder schön Call of Duty gezockt. Alter, hier schießt er sowieso nicht mehr auf mich, ne? Hier kann ich mich jetzt mal umgucken wieder. Sowieso nichts mehr, ne? Clip perfekt geworden. Geil, Alter. Hast du Prime? Ja, ich hab Prime. No, voll nett. Vielen Dank. Danke. Dann genießt mal das Game. Das freut mich sehr. Dankeschön. Habe ich mir doch angesehen, habe ich doch in die Gruppe geschickt. Ja. Den habe ich auch letztens gesehen, der ist voll gut, Mann. Blackphone, Alter. Sehr empfehlenswert. Man kann ja auch hier so ein, zusammen was gucken, so eine Watchparty machen im Stream. Aber das geht nur, wenn alle Prime haben halt. Nur die Prime haben können mitschauen, meine ich. Komm, wir nehmen das Boot. Der war richtig gut, Mann. Den habe ich jetzt, wann war das, vorgestern oder so geguckt? Mit Rana, der war richtig spannend gewesen, mir ist sehr gut gefallen. Auch krass, Ethan Hawke mal in so einer Rolle zu sehen, ne? God of War Ragnarok, Valhalla. Auch geil, so. Ich hab Valhalla noch, das hab ich noch gar nicht gespielt. Das würde ich mit euch nochmal irgendwie nachmachen. Ich will ja so viel mit euch nachmachen. Ey Sam, wenn du kannst, wenn du Bock hast und kannst, unbedingt mal dein Prime mit Twitch verbinden. Erstens kostenlose Inhalte für Spiele. Wenn du das verbindest, kannst du immer für Videospiele kriegst du irgendwelche Sachen. Du kriegst für PC-Spiele geschenkt, wenn du Prime mit Dings verbindest. Prime mit, sag schon, hier mit Twitch. Und du kannst den kleinen dicken Typ halt damit auch kostenlos einfach unterstützen. Wenn du nicht ständig von irgendwem einen Sub geschenkt kriegst. Oh, Brudi, was klappt denn jetzt? Ja, Mann, Bro, ich hab so viel geschlafen, Alter. Wie lange nicht mehr, glaube ich mal. Jetzt, wenn ich noch so jung und knackig wäre und Dings, Mann, Alter. Good game! Danke, Bro. Jung und knackig wäre und durchgesoffen hätte irgendwie. Was ist mit deinen Leuten? Ich glaube, solche Sachen sind, haben die neu gemacht, ne? Diese Nebel und so. Die Show of Prime, die Sexverschwörung, voll lustig. Ach so, ich dachte, du hast Abo geschenkt gekriegt, Bro. Ich nicht. Danke, entschuldige bitte. Hab nichts gesagt.
I love you, man. Ja, viele wissen das nicht. Ich dachte, ich will jetzt mal ein bisschen aggressiver reingehen und die Leute darauf hinweisen. Danke, Finja. Das ist für alle Liebenden, Verliebten, meine ich. Danke, 25 Bit, Genie. Danke, deine 10 Bit. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Mal gucken, Crazy, der wollte mir morgen mal ein paar neue Beats geben. Kommen neue Sounds auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Der Facefister war fleißig gewesen. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Gibt's, glaube ich, auch noch Loot, oder? Hier oben. Nee, glaub, meinst nicht. Du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Manchmal fehlt mir das, wenn ich gucke, ne? Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Boah, danke schön, danke, 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 danke. Und dir auch, danke Finja, danke Tracy. Pack dich eben auf mein iPad, will Pizza bestellen. Lecker, was gibt's denn für eine leckere Pizza? Dankeschön. Ich hab gestern vom Schlafengehen noch ein richtig geiles Rap gekriegt von Rana. Abby, ich hole Vorräte. Rap in Dürrengröße. Mit Hummus, mit, wie heißen diese Bällchen aus Kichererbsen? Ich vergesse das immer wieder, Mann. Ich bin so alt geworden. Hummusbällchen, sagen wir. Wie heißen denn diese Dinger mal? Du weißt schon, was ich meine. Aus Hummus auf jeden Fall diese Dinger da. Und schönen Salat und so, und danach war ich Knockout. Danke, danke, Finja. Vielen Dank. Pass auf dich auf. Wie ist das Wetter bei euch, Leute? Habt ihr immer noch so viel Schnee? Ich guck bei den Leuten, alle haben voll viel Schnee, bei uns ist gar nichts. Einfach nur Schnee draußen. Ich bin wieder. Ey Leute, ich bin wieder voll fit, voll am Quatschen hier, Alter. Voll Lavaflash, Mann. Digga. Könnt ihr euch noch am Stream erinnern, Alter, vorgestern? Ich konnte gar nicht mehr reden, Mann. Ich war so müde, Alter. Digga, voll am Labern. Lavaflash! Energie! Scheiße, Mann. Bei uns ist gar kein Schnee, Alter. Null. Einfach nichts. Überall die Pommes Wintergäste waren, glaube ich. Ja, boah, die haben mich wirklich fertig gemacht, Alter. Regen, oh, das ist scheiße. Kälte und Regen, das ist fies, Mann. Vor allem, wenn du noch mit dem Auto dann zur Arbeit musst, ne? Nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Bei dir Schmitz wieder? Bei uns gar nichts, nix. Rutsch nicht an die Schneeflocke, Alter. Stellst du auch gleich Pizza? Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Ach so, bis gleich. Sorry. Das ist falsch verstanden. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Ey, wenn ich das nächste Mal Dings wieder weiterspiele, das Ende von. Wer ist das Spiel jetzt schon wieder? Ich bin so verballert, Alter. Der Stranding werde ich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Hier voll die Action, Mann. Voll die Action, voll die Dramatik, Mann. Es geht voll ab, Alter. Ich finde es so schade, dass sie das nicht eingebaut haben, ne? Mit dem Hinlegen, dass sie das Motion Capturing nicht erneuert haben bei dem Remake von Teil 1. Leider waren die Entwickler ein bisschen faul gewesen. So, was habe ich? Ich habe den Hammer, den behalte ich. Ist noch irgendwas? Boah, gleich geht's hier wieder richtig ab, Mann. Mal gucken, ob ich da ohne vielleicht durchkomme oder ob da wieder so richtig Krieg losgeht. So, was haben wir denn hier Schönes? Markus, wir teilen das Wildfleisch wie folgt. Filet, Hüfte, ältester Duncan. Rücken, Oberschale, Unterschale, älteste Constance. Roastbeef, Walter. Er muss für seine gute Ernte belohnt werden. Durst, Rippen, Harper und ihre Familie. Ältester Duncan möchte, dass sie für die Leitung des Angriffs auf das Wolflager letzten Monat belohnt wird. Schulter und Reste, Lederin, Lyra und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, dass Ezra uns dafür neue Ausbeimesser macht. Sieh zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemand, von dem du meinst, dass er es verdient hat. Sie führe dich, Lucia. Wo sind alle?
kämpfen. Big. Geht's wieder? Bin ich wieder da? So eine Kacke, Alter. Ich habe jetzt mal überall hier Internet rausgeballert bei mir. Alles andere rausgezogen. Meine Familie genervt. Was ist das, Mann? Sorry, Leute. Ey, ich weiß nicht, was das ist, Mann. Ich habe nie so eine Probleme gehabt, Mann. Ich fühle mir jetzt schon echt so eine lange Zeit, Mann. Ich habe mit Vodafone nie Probleme gehabt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist, Mann. Leg mich voll auf, Mann. Ich quatsch euch in eine Kante ans Bein, plötzlich merke ich, ich rede für mich, weil keiner mehr da ist, Alter. Egal, ich hab vergessen, morgen rufe ich an. Heute war ich auch zu platt gewesen, aber morgen rufe ich da auf jeden Fall an. Wenn ihr Licht durch den Sturm führt. Wenn du im Fenster eines wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Habt ihr Internet? Ich hab nichts rausgezogen. Die muss auf WLAN drücken, Mann, einfach. Das ist ein Kabel, können die nicht benutzen. Da können die alles gucken. Nur kein Kabel benutzen. WLAN können die immer noch benutzen. Nur das Internet ist komplett weg gerade die ganze Zeit. Das hat nichts mit mir zu tun. Scheiße, Mann. Was ein Abfuck einfach, ne? Ich hab geguckt, alles angeschlossen. Was ist bei denen, ey? Morgen. Ja, dann haben die ja Pech gehabt. Wenn ich denen die Leitung gebe, dann stürzt meins noch mehr ab, Alter. Vorher ging's auch. Sie hat auch immer ohne WLAN geguckt. Nur eben war kein Internet da gewesen. Komplett ausgefallen. Alter, ich könnte ausrasten, Mann. Ja, ich bin bei Vodafone, aber ich hatte diese Probleme nicht. Gar nicht, Mann. Ich grüße euch. Danke. Abkotzen, Mann. Ehrlich. Ich auch, Mann. Frech einfach. Jetzt geht gar nichts. Ich höre nicht mal das Klatschen da, Alter. So? Ihr seht mich aber wieder, ne? Hallo? Seht ihr mich wieder? Ja, wieso habe ich keine Sounds? Ey, wieso keine Sounds irgendwie? Habt ihr was gehört? Wegen meinen Sounds, wegen meinen Alerts? Ja, mich, aber die Alerts, meine ich, habt ihr die gehört? Applaus und so? Nein, keine Sounds. Perfekt. I love you, man. Jetzt geht's wieder. Alle gleichzeitig, ey.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Good game! Mann, Alter, wirklich so eine Kacke, Alter. Ich glaub, morgen, Alter, ruf ich dir an. Das gibt gar nicht, Mann. Ja, vielleicht sollte ich doch mal wechseln. Vielleicht sollte ich doch mal mehr bezahlen und dafür zur Telekom gehen. Ohne Scheiß, Mann. Diesen Telekom, kennt sich einer mit Telekom aus? Lohnt sich da, Dings zu machen? Glasfaser bei denen? Aber hast du Glasfaser, meine ich, bei denen? Ich hab gehört, Glasfaser. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Ich hab gehört, Glasfaser soll richtig gut sein. Wie kommen wir hier durch? Nee, dass ich das gleich hab, jetzt 70 Euro im Monat oder so. Die Sägemühle. Ich zahle jetzt ja 50 zum Beispiel. Und bei Telekom wäre das dann 70 im Monat. Ja, da können wir durch. Aber dafür wäre dann Netflix drinne und RTL Plus. Das heißt, dann müsste ich, dann würde ich ja 96 sparen bei Netflix. 15,99 bei Netflix würde wegkommen. Und die 96 von RTL Plus würden wegkommen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Wechsel machen, Alter. Legt mich nämlich voll auf, das geht gar nicht klar, Mann. Ja, Magenta plus Glasfaser, aber er hat gesagt, es kommen halt nur 170.000 an. Und ich weiß nicht, aber er hat gesagt, 170.000 bei Glasfaser soll besser sein, als wenn du bei Kabel mehr hast zum Beispiel. Wollt ihr mir verklickern. Und ich weiß ja nicht, ob das stimmt halt, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, ich konnte mich bis jetzt ehrlich nicht beklagen, Alter. Ich hatte immer sehr gutes Internet gehabt, ne, bei Vodafone. Weiter nochmal. Okay, bis gleich, Bro. The Last of Us? Ja, das wird ja lange dauern. Ich glaube, ich bin ja heute nicht so lange online. Ich werde heute wahrscheinlich bis 11 und dann raid ich ja meinen Kumpel, der zockt dann irgendein Horror-Game. Mal gucken, wie gut ich durchkomme. Wenn ich noch... Ja, aber guck mal, diese Glasfaserleitungen. Sarah, ich grüße dich, dir auch einen wunderschönen Sonntag. Diese Glasfaserleitungen oder DSL-Leitungen, die gehören alle der Telekom. Das heißt, wenn du 1 von 1 machst zum Beispiel oder egal wo du abschließt, bist du trotzdem bei der Telekom eigentlich. Weil wenn du Kabel hast zum Beispiel, das gehört direkt jetzt Vodafone, weil Vodafone Kabel Deutschland gekauft hat. Das ist der Unterschied halt. Also diese Kabelleitungen sind wirklich von Kabel Deutschland, aber alles andere, was mit DSL oder Glasfaser hat, ist meistens von der Telekom. Na, kommt doch mal noch hier lang. Wie geht's dir, Sarah? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Hast du einen schönen Samstagabend noch gehabt? Ich bin ja ins Koma gefallen, ich habe nur geschlafen, ja. Scheint das Internet aber stabil zu sein. Ja, das Ding ist auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ne? Das ist auch, bis vor 2 Monaten war meine Tochter nie da. Jetzt ist die halt mit ihrem Freund da, ne? Ich weiß nicht, weil meine Frau ist jetzt im Internet. Sie ist am Handy, dann guckt sie was über Netflix, dann ist meine Tochter dann über Handy, ihr Freund über Handy, dann zocken die noch. Dann habe ich den ja, wenn ich nicht live bin, zocken die halt über Kabel. Wie gesagt, habe ich jetzt rausgezogen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Störung verursacht. Da habe ich alles rausgezogen. Mal gucken, ob das jetzt stabil bleibt, das Internet. Dann glaubt mir, wenn ich nicht streamen kann, mich juckt nicht, ob die anderen Internet haben. Ich zahle dafür. Da hinten am besten noch aus dem Weg schaffen.
Der hinter mir. Ich bin aber ehrlich, ich versuche das natürlich für euch nochmal auch so ein bisschen spannender zu machen. Ich könnte die auch einfach alle abknallen, aber das wäre ja langweilig. Ich glaube, würde ich die einfach alle töten, wäre ich voll schnell durch gewesen. Aber so mache ich es natürlich auch ein bisschen spannender für euch. Durchschleiche, versuche die einzeln wegzuholen. Heute den ganzen Tag voll, nachdem ich gestern bis Wochenende, nicht mal vorbei und wieder auf Wochenende fallen. Aber guck mal, das ist doch die intelligenteste KI, die man sich vorstellen kann. Einfach so mitten im Weg stellen. Perfekt. Was ist das? Ey, Digga, dieses Geräusch steckt mich voll auf, Mann. Weil den kann ich noch nicht töten. Ich hoffe, die würden wirklich so eine Vier-Tage-Woche einbauen. Die würden das schon woanders testen. Das wäre krass, ne? Oh ja, hör bloß auf, Alter. Ich hab, wie gesagt, gestern gepennt, wach geworden, was gegessen. Bisschen mit Faisy gequatscht, den Stream reingeschaut. Danach wieder weiter gepennt. Heute aufgestanden, was gegessen, wieder gepennt. Wenn ich überlege, so teilweise im Sicherheitsdienst, wenn du da 7x12 Stunden arbeitest. Und ich meine jetzt nicht nur so einen Job, wo du rumsitzt, wo du wirklich unterwegs bist, wirklich aktiv bist. Das ist manchmal schon krass gewesen, ey. Wenn du dann mal Nein sagst und nicht einspringen möchtest, oder nicht einspringen kannst, weil du auch zu kaputt bist, oder einfach irgendwas zu tun hast, oder sagt, ne, Rana ist ja auch nicht so gesund, sagst du, dass du dich um deine Frau kümmern möchtest und die dann noch rumjammern, rumheulen. Was? Wo? Was? Nicht, wenn ich den da hinten töte. Jemand sieht. Ach, da oben ist ja auch noch einer. Was war das denn? Ich habe doch den eindeutigen Visier gehabt. Ey, so treffe ich die nicht? Und zwei Pfeile weg, Alter. Hey, was ist das denn für eine Rotze, Mann? Digga, das ist doch wieder voll der Abhacken. Der Armbrust ist so scheiße, ne? Der Bogen von Ellie ist tausendmal besser, Mann. Ja, ich hab alles auf... Oder? Ja doch, eigentlich Waffen. Alles müsste auf Max sein. Auch Armbrust habe ich, glaube ich, auch. Vielleicht muss ich ein Stück näher gehen. Ich habe Gott sei Dank gerade abgespeichert. Kann ich nochmal testen. Egal, ich wollte mal testen. Aber ich muss mal gucken. Ich muss ein bisschen näher rangehen. Wenn ich schaffe, die unauffällig zu töten, die zwei, dann kann ich da hochgehen, mir die Pfeile wiederholen. Noch ein paar andere Pfeile mir besorgen. Egal, Alter, dieses Geräusch macht mich irre. Digga, wir hätten das jetzt schon wieder mitbekommen, Alter. Also
So. Was ich manchmal echt nicht verstehe, wie sie das sehen. Weil, guck mal, hier ist ja diese, die Holzwand. Hat das irgendwer gesehen? Keiner gesehen. Jetzt warte ich, bis der Typ da ein bisschen weg ist. Ey, was soll das heißen, Freundchen? Nicht frech werden hier, ja? Danke, danke schön, vielen lieben Dank. Warte mal, ich lurk auch mal bei dir, ja? Hab grad gesehen, du bist auch live. Lass ich dir auch mal lurk da. Liebe Grossi. Guten Abend, Bro. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hast auch einen erholsamen Sonntag gehabt. Ich hoffe, du musstest nicht ackern, mein Lieber. Das freut mich, Bro. Treffe ich den? Nein, jetzt hat ihr noch gespeichert. Also gut eigentlich, ne? Wie tot? Och, Digga, Alter. Bist du arbeiten? Ach, scheiße, Mann. Ich verstehe nicht, diese Pfeile von der Armbrust funktionieren. Der Bogen, ne? Der Bogen ist so geil, aber die Armbrust ist überhaupt nicht meins, Leute. Bracy, was guckst du denn gerne für Spiele? Was sind so deine Games? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Diesmal hat das keiner gesehen. Guck mal, ich habe keine Pfeile mehr, aber ich habe noch einen Pfeil drin. Also ein paar kleine Bugs haben sich wieder eingeschlichen. Ein paar kleine Bugs haben sich... Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Ey, dieses Geräusch mit dem Warm, ne, regt richtig auf. Das macht mich eigentlich voll nervös. Kann man das eigentlich ausstellen? Geräusch? Geil, der Pfeil ist natürlich kaputt gegangen. Hört sich das? Geil, oder? Irgendwas mitnehmen kann. Guck mal, er hat auch einen Pfeil, oder? Wie lange gestern ging das gestern noch? Meinst du, vorgestern, meinst du, wo ich, warte, wo ich gestreamt habe? Was habe ich überhaupt gestreamt? Ich weiß gar nicht. Ach, bis, ach so, meinst du, ja, bis nach 1, genau, genau. Ich dachte, wie 1 Uhr nachts. The Last of Us, Minecraft, Life is Strange, liebe Story-Spiele, gerne Shoot, Genshin Impact. Genshin Impact habe ich noch nicht, habe ich noch nicht gespielt. Ist ja so ein Free-to-Play-Game, ne?
Kannst du Shit hier nachladen? Es scheint die Internetverbindung auf jeden Fall stabil zu sein. Nee, nee, Bro, alles gut. Ich war nur komplett Knockout, Mann. Ich hab echt den Schlaf, den hab ich echt gebraucht. Ah, das ist der Pfeil, der daneben gegangen ist. Ich glaube, auf die anderen Gegner scheiße ich einfach. Guck mal, so macht das doch viel mehr Spaß halt, ne? Als wenn du jetzt wirklich... Okay, die ist durchlaufen, okay. Trink, trink, trink. Wann denn? Was verpasst? Life is Strange wurde mir schon tausendmal empfohlen, habe ich bisher noch nicht gespielt. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gekauft. Es ist auf jeden Fall da. Wir müssen auch unbedingt nochmal dieses Twin Mirror auch von den Life is Strange machen. Ich habe das ja schon mal angefangen. Warte, mache ich sofort, Bro. Ich habe das ja schon mal angefangen gehabt. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Ich bin gespannt aus, Mann. Danke, Bro, danke. Hast du alle Teile gespielt? Also auch Teil 1 und den DLC? Oh. Run. Of Science Hits. Ja, Bro, Mann, Alter, das sollte eigentlich Dezember rauskommen, dann sollte es Januar rauskommen. Paar Arsche hoch 10 einfach, Mann. Ich wollte das, ich habe mich so gefreut, dass jetzt hier diesen Mob mit euch zu streamen. Ja, hier runter. Warte die ganze Zeit drauf, Mann. Okay. Ich glaube, wir haben. Aber Bro, das Problem ist, ich sitze schon das die ganze Zeit so gerade, Alter. Das ist ja Haltung annehmen. Nah dran. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, dass ich die. Ich muss was Neues dafür reinmachen, Alter. Schaffst du's? Ich sitze meistens irgendwie schon so. Wir sind fast da. Fast in meinem Dorf. Ich muss mir mal ein paar neue Kanaldinge einfallen lassen. Ich habe jetzt 2 Tage Zeit. Da kümmere ich mich. Abby, deine Leute. Komm, neue Beats, neue Sounds halt, ne? Du Scheiße. Sie beschütze uns. Isaac, vielleicht werde ich auch Dings hier. Nach 5 Minuten Englisch hin ab, Bro, Alter. Willst du nicht, das willst du nicht. Mein Denglisch. Ey, das will ich auf jeden Fall, genau, das wollte ich heute. Wenn wir schnell durchkommen, wollte ich heute den Modus spielen. Den habe ich noch nicht mehr angeguckt. Ich habe extra gewartet, ich wollte das mit euch das erste Mal spielen. Wo ihr das wahrscheinlich alle schon gesehen habt bei anderen Streamern. Ja, aber weißt du was? Wir sollen einfach nur ungefähr eine Dings nennen. Ich finde das schon gut, wenn die sagen, okay, pass auf, die müssen noch dran arbeiten, die brauchen noch einen feinen Schliff. Am Holzlager. Finde ich besser, als wenn sie das zum Beispiel einfach raushauen und das noch 1000 Fehler hat. Weißt du, was ich meine? Das finde ich schon ganz okay. Ich warte gerne, wenn die da, sag schon, an der Qualität arbeiten. Das finde ich kein Problem. Hey, Jasmin, wie geht's dir? Ich grüße dich. Einen wunderschönen Sonntagabend. Okay. Da warte ich echt gerne. Ich habe mich schon aufgeregt bei Lords of the Fallen, Alter, das ist erst jetzt richtig spielbar. Wo ich das gekauft habe, Mann, und überleg mal, ich habe 80 Euro bezahlt, habe nicht so viel Bugs gehabt. Auch gut, danke der Nachfrage. Alle wieder gesund bei dir zu Hause, alle wieder fit. Heute kriege ich auch wieder mal meine Zähne auseinander. Ich war so müde, Mann. Ich war einfach so brutal müde gewesen, ey. Bereit? Ja. Boah, die Stelle ist jetzt, die ist knackig, Mann. Heftig.
War zum Glück. 25 waren sie auch alle nur ein bisschen angeschlagen, aber uns ist keiner richtig krank geworden, muss ich sagen. Capcom bringt doch bald was Neues. Kommt auch boah, erbarmungslos Permadeath, beides. Alter. Ja, aber wie, dann mit einem Leben oder mit Dingsmann? Mit einem Leben oder meinst du so mit Kapitel? Boah, ich glaube, das ist schon eine Lebensmission, Mann. Ich sehe, dieser eine Typ, der macht das doch nur hier auf Twitch. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war. Aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat. Also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemand versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder in den Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin und jeder Kummer war weggelassen. Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Heaven, um mich zu beruhigen. Aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt vom ältesten Duncan. Aber selbst die war heute irgendwie anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unseren Lebzeiten gelingt. Es ist ein ewiger Kampf. Heute habe ich viel nachzudenken. Das war eigentlich Spaß. Ja, aber Bro, ich habe erstmal so viele Games, die ich mit euch noch durchspielen möchte. Weil allein die ich habe so viele Games angefangen, die ich auch erstmal durchballern will. Guck mal, ich will mit Faith unbedingt. Calm it the fuck down. Mit Faith will ich unbedingt die Hauptstory von Far Cry noch durchspielen. Ich will auf jeden Fall Death Stranding durchspielen, weil alle gesagt haben, ich werde sowieso nicht durchspielen. Da bin ich jetzt auch ziemlich weit, fast am Ende. Was habe ich noch angefangen gehabt? Das ist nicht so wichtig. Eventuell. Ja, doch, Dings. Hier, wie heißt das? Mit diesem großen Vieh, was ich angefangen habe. Wie heißt das? Ich hab vergessen, wie das heißt. Mit diesem Jungen und diesem großen Tier da. Mit Rico. Mit dem Jungen und Rico. Wie ist denn das nochmal, Mann? Wie ist das Spiel? Boah, Alter, keine Ahnung, Mann. Finde ich jetzt nicht. Boah, hier, Hitman Absolution will ich auch noch durchspielen. Ich hab grad. Müssen wir schnell durchballern, auf jeden Fall. So, jetzt beginnt der Spaß hier. Spaß hier los. Ja gut, das ballern wir ja heute sowieso durch, Bro, Alter. Ich weiß nicht wieso, Teil 2 kann ich auch öfter spielen als Teil 1. Bei Teil 1 hatte ich wirklich die Schnauze voll gehabt. Ich glaube, weil das Gameplay von Teil 2 einfach viel knackiger ist. Schau, da drüben, rechts von dir. Ey, ich will das ausstellen, das nervt mich voll, Mann. Wie kann ich denn das ausstellen? Dieses Geräusch. Ich hoffe, die Nerven, Mann. Muss man noch irgendwo ausstellen können, Alter. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Was denn?
Ey, kann man das nicht ausstellen, Mann? Sau eklig, Mann. Scheiße, das kann man nicht ausstellen. Nee, das kann man leider nicht ausstellen, diese Verwarnung. Einfach brutalo Abby, Alter. Ist das wahr? Sind es so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Es ist jetzt egal. Hat dich nur bereit. Digga, mit wem redet denn der? Ich will auch noch kappen, aber erst hole ich mir da oben. Ist ja noch einer. Bin am Sumpf. Mit die beiden erstmal, dann hole ich mit dem, wenn der wieder zu. Das ist doch fett. Abby hat so viel Kraft, ne? Die zieht die Leute auch viel besser weg. Da gibt's dann Wucht. Den da hinten knall ich ab. Da hinten. Okay, viel Spaß, Charles. Das hab ich gar nicht gesehen, dass sie geschrieben hat. Bitte, geh doch weg, Mann. Dass man keine Kommandos geben kann. Die regen mich richtig auf. Warte mal, die kommt ja zurück. Vielleicht kann ich sie auch ins Gebüsch ziehen. Den da hinten, den kann ich auf jeden Fall ins Gebüsch ziehen. Schaffe ich es, die hier auch ins Gebüsch zu ziehen? Eigentlich habe ich sie mit dem Ball geholt immer. Fall gespart. Und mit den da Typen, den Typ da oben, den da Typen, den Typ da oben. Der geht nämlich auch ganz nah an diesen Feldern vorbei, diesen Maisfeldern. Schlappen auch. Drink, bitch! Sofort wird. Der geht ja hier oben lang, ne? Den weg, hinten weg, den weg. Kein Wort jetzt. Du bist. Immer eine Rauch. Boah, ich bin da drauf. Meine Schwester, jetzt habe ich seit wie lange? Seit ein Jahr? Seit ein Jahr habe ich auch jetzt. Also, wenn ich irgendwo die Treppen hochgehe. Der mieseste Opa, Alter. Ich brauch keine Luft.
Mädel. Oh, Laura, wie geht's dir? Komm, willkommen. Ja, auch einen wunderschönen Sonntag. Und ja, tatsächlich. Ich wurde wirklich auf TikTok wieder mal gebannt. War kein Spaß gewesen. Zack, war das Stream einfach aus gewesen. Lächerlich einfach. Ey, Mann. Bist du auch ein bisschen zum Spielen gekommen bisher? Abby macht Joel voll Konkurrenz als Erdrossler. Drosslerin? Erdrosslerinnen? Ja, Bro, es ist die bessere Qualität. Ich finde es auch viel interaktiver mit den Zuschauern. Und wie gesagt, die sind nicht so pingelig einfach, nicht so kleinlich mehr. Ah, schön, wenn du. Das ist natürlich geil, wenn du den. Weil du spielst sicher über Fernseher, ne? Über einen guten. Sie hat ein Gewehr. Wer? Was? Wow, da ist ja noch ein Tier, ich will vergessen. Ich will zuerst holen. Ich will vergessen. Erst kappen. Ich glaube, ich muss das auch mal an die Playsee anschließen. An den Fernseher anschließen, die Playsee. Lass mal. So kacken. 2, 3, das sind 4 da unten, ne? Und den. Der andere hier vorne hin. Der geht jetzt wieder dahin. 1, 2. Leute. Ich muss erst die, ob die warten, dass sie wieder zurückkommt. 1, 2. Dann da hinten 3. 4 und den im Haus als letztes holen. Den könnte ich jetzt auch hier eigentlich erledigen. Ich glaube, das sieht auch keiner. Wenn ich ihn mit links erledige, mit der. Ich glaube, er liegt jetzt hinter dem Wagen, oder? Voller Bug. Hä? Kannst du mich denn sehen, Alter? Weil ich doch nicht so unsichtbar, wie ich gedacht habe. Habt ihr den Bug abgesehen mit ihrer Waffe? Dass sie nichts, dass sie irgendwie mit einer Waffe rumgelaufen ist, die sie gar nicht hatte? Entweder hole ich jetzt den da hinten, die beiden zuerst, oder den im Haus? Irgendwie drüber kriege ich doch fette Strecke. Wieder der Twitch. I love you, man. Der Twitch-Sound kommt so verspätet.
Hey Kase, wie geht's dir? Ich grüße dich. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sonntagabend. Naja, gut, ich habe ja letztes Mal schon 19 Stunden gespielt, ne? Da bin ich ja schon ziemlich weit gekommen eigentlich. Ich denke einmal dran, dass Sonntag am Football ist und dann fängt das erst um 21 Uhr an. Das ist schön, da kannst du ein bisschen zuschauen. Boah, ja, ich war echt am Arsch gewesen. Leider, ich hätte das gerne geschafft, Mann, ey. Ich hätte das echt gern geschafft, durchzuspielen. Ich häng fest. Oh, so eine Kacke. Nein, Mann. Nein, Alter. Nur weil ich da fest hing, Alter. Ein scheiß Zaun, Mann. Nur weil ich an diesem Fuck-Zaun hängen geblieben bin, Alter. Ist da was? Es war nichts. Guck mal. Und jetzt hat er sie gesehen. Ist doch affig, Mann. Yeah, danke, Sarah. Calm it the fuck down. Benutzt doch die mehr. Das stimmt, ne? Danke so recht. Glaub schon. Ja, ich bin wegen Dings, Mann, wegen erbärmlich, Alter. Wegen dem erbärmlichen Modus bin ich immer ziemlich sparsam, ne? Da hattest du nicht so viel Munition, finde ich, Mann. Ich muss auch sagen, bei Teil 1 hast du auf Mittel plus viel, viel mehr Muni, als wenn du Ding spielst, wenn du den zweiten Teil spielst. Hier die ganze Geschichte. Nicht da, die sehen uns. Hier drüben. Boah, die war richtig Nervenkitzel, ne? Die Stelle auf Erbarmungslos, erbärmlich. War echt knackig gewesen. Und die Stelle mit dem Wasser, mal gucken, ob die auch besser ist, Mann. Boah, war auch auf erbärmlich so mies, Mann. Komm schon. Wenn du an diesem, genau vor dem Finale da, von diesem Kapitel da durch musst, an dieser einen Stelle. War so klasse einfach. Hier lang. Ich glaube aber nicht, dass das so schnell gegangen wäre, den Tag, man wäre schon zu müde gewesen. Ich glaube nicht, dass ich das so gut hingekriegt hätte. Ich will ganz kurz was gucken. Tipps. Schnelllauftime? Weiß das? So. Und Mitteilung aus. Ah,
Aber eigentlich ist das auch wieder voll schade, ne? Guck mal, stell dir vor, die hätten alle zusammengearbeitet, Mann. Die hätten die Zivilisation so gut wieder aufbauen können. Was ist, die bekämpfen sich alle gegeneinander. Weil Menschen einfach scheiße sind. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Jetzt vielleicht, ja. Vielleicht knapp. War sie das? Warte, ich mir kurz was zu trinken. Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich will hier weg. Ja, ich auch. Komm. Hey, Kleiner. Ich hätte nie... Ist okay. Bin froh, dass wir dich gefunden haben. Was hast du wieder gemacht? Oh, danke schön, Schatz. Dass du das hier wieder dein Köpfchen reingesteckt und hast sie geärgert. Mich geärgert. Oh, was finden wir denn hier schön? Das war jetzt die Mutter von den beiden und die wollte die töten, ne? Deswegen hat Dings Lev sie umgebracht. Auf geht's. Hier guck ich bei dir nicht zu, Junge. Oh, Bruder. Was ist los? Du würdest mir das alles... Wolfs? Überall auf der Insel. Für den Spoiler einfach. Sie beschützt uns. Was machen wir, Bruder? Ich bin zu unserem Boot zurück? Nein, Kampfgeräusch. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. Bist du jetzt bei Teil 1? Hast du weitergespielt oder? Das dachte ich auch. Ich bin gerade dabei wieder. Wir können durch ich bin die jetzt in der Höhle drin. Die Hauptstraße. In der Kanalisation wieder. Wie weit weg ist Haven? Weit. Hier Menschen im Dunkeln oft nicht erkennen, dass verschiedene Ansätze so eine Situation voran. Ja, weil halt der Mensch immer Macht haben möchte, ne? Menschen wollen immer kontrollieren und wollen Macht haben. Wir haben gerade darüber diskutiert, dass es ja hier verschiedene Fraktionen gibt. Und wenn die sich alle zusammengetan hätten, natürlich... Die Zivilisation hätten wieder aufbauen können, aber da die sich alle gegenseitig bekämpfen, weil natürlich jeder immer Macht haben möchte, weil der Mensch dumm ist. Ja, aber glaubt mir, ey, der zweite Teil hat es auch, hat so Brutalität halt, ne, von dem Gameplay so in sich. Und das Spiel, du wirst sehen, das ist so intensiv, dagegen ist der erste Teil einfach absolut gar nichts, Mann. Das sieht so gut aus, ne? Auf PC wird es einfach noch krasser aussehen. Bin echt gespannt, wann sie das verkünden. Ich denke mal, die wollen erstmal noch auf der PS5 Cash machen. Erstmal eine schöne PS5-Version nochmal kaufen. Und wenn sie da genug drin haben, werden sie erstmal die PC-Version veröffentlichen, damit da auch nochmal Cash reinkommt. Was macht dein Arm? Ihm geht's gut. Immer müde. Yara. Ja, Mann, Alter, gerade erbärmlich am Ende war übel gewesen, Mann. Wirklich, Mann. Ja, komm zurück, liebe Finger. Macht uns nicht unsterblich. Bist du erfroren? Der Lust lauert an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Drink, bitch! Er führt uns. Ach, ich. Ja. Salut. Schatz, hab mich hier mit Stoff versorgt. Bisschen Red Bull. Bin mir etwas windig. Das ist die Straße runter. Ich denke mir jedes Mal so, wenn Naughty Dog was rausbringt, take my money. Nimm mein Geld. Naughty Dog, nimm mein Geld. Hey, wir machen ein Remaster von Remaster und dann machen wir ein Remake von Remaster. Kauf es, okay.
Bin dabei. Da kommt ein Remake vom Remaster. Das kaufe ich mir auch und spiele ich damit euch. Unter die Tür, schnell. So viele Leute zurück. Die können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Was ich sehr schade finde, ist, dass sie das Motion Capturing für Teil 1 für das Remake nicht nochmal neu gemacht haben. Oh, Finja, vielen lieben Dank für dein Abo im 5. Monat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Warst du zufrieden den Monat, sagst du? Dass sie das nicht gemacht haben mit dem Motion Capturing, weil dann hätten sie auch das mit dem Kriechen einführen können im ersten Time Remake. Aber ich glaube, dann wäre es zu leicht geworden. Und Dennis, ich denke mal, das ist auch, auch einfacher, weil du hier dieses Kriechen hast, ne? Können wir die umgehen? Ja, wir gehen woanders lang. Musik, guck mal. Wie sagt man Foreshadowing? Musik deutet schon wieder an, dass gleich was passiert. Gasse auf der anderen Seite. Los. Der Soundtrack, Sunny, der ist auch so krass. Ich sag dir, der zweite wird dich richtig umhauen, Mann. Achterbahn der Gefühle, ich sag's dir wirklich schon. Ja, ich bin ja gespannt. Auf jeden Fall. Aber das muss jetzt mal rauskommen. Die haben jetzt beim Remaster den Sound irgendwie noch ein bisschen verbessert. Da kommt mir noch ein bisschen knackiger vor. Hab ich den anderen schon gesagt. Die Effekte alle noch ein bisschen besser, sag ich mal. Sind die Wolves noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Boah, wirklich. Hast du dir das auch auch geholt, Finja, eigentlich? Das Upgrade? Ich hab's vergessen, ich hab dich sicher gestern schon, vorgestern schon gefragt gehabt. Hier lang. Hab eine! Ja! Boah, die ist auch so krass, die Szene. Abby! Sani, einen wunderschönen Abend von dem lieben Stefan aus dem Chat. Jaro, steh auf! Danke. Ganz lieb, Gruß an alle zurück. Jaro, bitte! Lass, wir müssen weg. Nein! Na, nein! Ich sehe jemanden! Ich hasse sie nicht hier! Zurück! Waffe weg! Los! Oh, Scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Was das sehen, finde ich heftig. Isaac. Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Das ist nicht! Das ist
so gut. Lev, wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Was waren deine Scheißleute? Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Die Stelle wird auch jetzt so knackig. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Nimm mit, was du kannst. Ich habe alles, was ich brauche. Guck mal, das ist jetzt nur noch die Stelle, ne? Die jetzt ein bisschen knackiger wird, und dann ist man ja schon wieder fast. Ist man ja schon wieder fast, dem Bosskampf von den Viechern. Und zur Mädels hier. Mische sie doch. Scheiße. Such mal den Ausgang. Okay. Ist echt schwer, hier leise durchzukommen, ne? So ohne, oder die halt einzutöten und unauffällig vorbeizukommen, ist sehr, sehr schwierig, Mann. Ich war das letzte Mal, habe ich das auf erbärmlich gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie schwer das auf der Stufe wird. Ich mich dann nicht mehr daran erinnern, wie mies das war. Wenn ich ihn schaffen könnte, wechselt. Der andere, wenn ich die beiden wegkriegen würde, wäre schon mal. Was ist hier hin? Ey, wieso findest du die nicht mal? Digga, Alter. Ich muss Visieren loslassen, ich Idiot. Wie das aussah eben, Mann, Alter. Das ist mir das zweite Mal passiert, Alter. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, Bro, ich hab's gecheckt, Alter. Ich Idiot. Ich dachte, was passiert denn das? Digga, Alter, mal aus, Alter. Ich dachte, wieso macht die so eine Faxen, Alter? Weil das schneller geht, ne? Ja, man ist so. Brauchst sowieso nicht, du hast recht. Wo ist das Messer jetzt? Wie das aussah, Digga. Ah, scheiße, Mann. Na los, Ellie. Egal. Ja, hat auch nicht geklappt. Ich warte, bis sie noch ein bisschen weiter läuft, glaube ich. Über rechts. Wenn die alle wegkriegen. Drink, bitch! Mach ich, Bro. Danke. Da oben fuckt auch tierisch ab, Mann. Wer sieht mich denn?
Gott sei Dank ist sie natürlich direkt komplett aufgestiegen. Oh Mann, Alter, jetzt kommt die hierher auch noch. Einschlafen oder was? Stimmt, Alter. Leider über den Kopf drüber geschmissen. Ey, guck mal, wie die Schwür, die hören einfach alles, Mann. Die hören alles, sehen alles, Mann. Auf einmal kommen die aus dem Nix, einfach zack. Dankeschön, liebe Finja, dir natürlich auch. Sind die zu dritt auf einmal da, oder was? Schade, dass er die Schokoriegel nicht einsammelt, wenn du voller Energie hast. Ich weiß nicht, Mann, letztes Mal bei Dings musste ich mich so durchfighten. Auf erbärmlich. So gut, ich hoffe, der hat gespeichert, Alter. Sag bloß gespeichert, sag bloß gespeichert. Ich wollte dich da oben zuerst holen, Mann. Okay, egal, er hat gespeichert, Mann. Wieder oben. Nee, die kann ich nicht. Weil die andere auch noch ist. Scheiße, Mann, okay. Geht nicht. Kackplatz da hinten nicht sieht, Alter. Halt, sieht. Pass auf, rechts von uns. Ich weiß nicht, Bro, Mann, ich mag das nicht, Mann, Alter, die so. Weiß nicht, ich mag das eher so, solche Spiele so sneaky zu spielen, ich weiß nicht, wie so. Und manchmal verkacke ich einfach so. Mach's jetzt anders, Mann. Ich hab jetzt hier unten schon so schön aufgeräumt. Scheiß auf die erstmal. Weil ich find's zu leicht, Bro, Mann. Wenn ich die jetzt alle abknalle, ne? Mit einer anderen Waffe. Es wird das einfach zu einfach, sogar auf schwer, auf der höheren Stufe, es wird einfach zu leicht dann, finde ich. Wenn du sie so schleichend erledigst. Schleichend mehr Spaß. Ja, Mann, wie gesagt, weil es dadurch auch ein bisschen schwieriger wird, versuchen die so zu kriegen.
hier messe. Das ist irgendwie einfach ein anderes Feeling, finde ich, wenn man die so lang kriegt. Sind gar nicht mehr so viele. Sie hier noch runterkommen, die alte Dame. Ich hab schon die wichtigsten, habe ich eigentlich schon gekillt, ich Idioten. Mann. Da ist doch nur einer. Ich dachte, ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn nicht gekillt. Bei mir war doch noch einer. Ich will eigentlich auch gar nicht alle töten, Mann. Ich will nur so viele töten, dass ich halt... Ah, das ist... Hä, sind die da drin in der Ecke? Digga, wer sieht mich jetzt schon wieder? Wie schlau die sind einfach, ne? Alter, wie viel... Guck mal, wieso sind denn da so viele in der Ecke? Habt ihr das gesehen? Die chillen einfach in der Ecke zu fünfte ab, Mann. Was ist das denn, Mann? Das haben die, bei Teil 2 haben wirklich alle Namen, Alter, die Gegner. Das ist wie bei Austin Powers Ding. Austin Powers, Mann. Dass die Gegner so alle Namen haben. Wir haben Rob getötet. Geh mal nachsehen. Wirklich, das ist wirklich hier so, Mann. Dann müssen sie nur noch so eine Hintergrundgeschichte erfinden. So, oh, dabei hat er sich doch gerade erst. Derek? Guck mal, Derek. Sie haben Derek erledigt. Guck mal, die sind alle nicht in der Ecke. Was soll der Scheiß, Mann? Wir wollen, dass du da reinschmeißt. Normalerweise sind die nicht alle an einer Ecke, Mann. Das ist voller Scheiß einfach. Da ist wieder normalerweise einer. Ist der Typ, der oben lang geht, der da aufs Dach klettert. Aber hier sind irgendwie momentan alle in dieser einen Ecke, Mann, dass man das gar nicht mehr schafft. Geht. Da kommt doch schon wieder ein Twitch. Ein Guck mal, wieso sind da plötzlich die ganzen... Digga, Alter. Er duckt sich die ganze Zeit weg. Kopf nach links, Kopf nach links. Digga, Alter. Ich bin wie in so einer Komödie. Ja, Bro. Nein, Mann. Ich will eigentlich eben, hat mich schon genervt, dass sie Alarm gemacht haben, Alter. Ich weiß, ich habe das andere so oft durchgespielt, ne? Und das war nicht so gewesen, Mann. Hast du den gesehen? Er macht den Kopf hoch, er macht den Kopf runter. Er weicht voll aus die ganze Zeit, Alter. Ach, Scheiße, Alter. Das ist voll dumm. Die waren nie da gewesen, diese ganzen... Guck mal. Hä? Das ist so schwachsinnig. Hä? Guck mal, wie? Das war nie so gewesen. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Das war nie so gewesen. Niemals, Alter. Ein Fehler. Alle noch... Guck mal, die kommen von draußen da rein. Das ist nicht normal, Mann. Sie haben Rob getötet. Ich weiß. Alles okay. Ja, Bro, das ist doch ein Fehler, oder? Die sind doch normalerweise nicht draußen. Guck mal, was das soll, Alter. Guck mal, die sind nie von da reingekommen. Derek? So ein Schwachsinn, Alter. Das wirklich, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. Das war noch nie so gewesen, Mann. Jetzt kommen die da rein. Kann ich ihn irgendwie wegziehen, Alter, dass man ihn nicht sieht?
wenn ich ihn da umtöte? Jetzt hab ich jetzt Machete, ne? Chetti. Ey, Derek, Mann, egal. Ich schieb Derek weg hier. Komm, Derek, wir gehen wohin? Komm, Derek. Derek, du musst hier weg. So, ich habe Dereks Leiche hier weggeschafft. Wir meine erklären, guck mal, die sind echt alle da draußen auf einmal. Das ist doch voller Bock, Alter. Sind die nicht mehr draußen, ne? Oder? Okay, ey, Mochi, viel Spaß und schönen Abend wünsche noch. Danke, dass du reingeschaut hast, Mann. Und einen schönen Start in die Woche wünsche ich dir noch. Ja, das ist ja cool, wenn du gleich wegkommst. Guck mal, siehst du, so ist normal. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Enkels hierher hergekommen sind. Von der Backe gewesen. Okay, bist du noch da? Guck mal, vor allen Dingen, die sind von hier oben reingeklettert. Guck mal, die haben hier in der Luft geschwebt. Ich hab die durchs Fenster gesehen, die waren hier oben irgendwo. Haben geschwebt? Gut geschwebt? Wie sagt man? Scheißegal, war verbuggt auf jeden Fall. Egal, ich war hartnäckig geblieben. War übel, oder? Die verarsche einfach, Mann. Ich finde auch die Dings, man, die Scheinwerfer, die Lichter sind viel, viel feiner geworden. Das ist auf jeden Fall, ne? Lev, hol die Leiter runter. Oh, ja, wie geht's dir, Brudi? Du Shift. Wegen dir wurde ich gesperrt, du Shift. Nein, das war's. Wie weit bist du mit Dings, man, mit The Lost Crown? Lost Crown heißt das? Oder wie heißt das? Der neue Prince of Persia. Der Prinz aus Persien. Geil aus, Sunny. Gut, willst du dir das holen? Sieht auf jeden Fall so fett aus, was ich sage. Ja. Hier durch. Und ja, alle begeistert. Er hat auch gesagt, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Oh mein Gott. Ist das Haven? Mucke ist so krank. Oh, guck, wie das auch aussieht, das Spiel, ne? Sabrina macht wieder den, den Luxer. Wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Zufriedener als mit, dahin, alle weg sind, oder? Avatar? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Ab nach Heaven. Ich glaube, ich fand die Stelle hier durchzukommen schwerer. Davor, also. Guck mal, ich krieche und Lev rennt einfach so los. Scheiße, fand ich. Mit dem Steinbrücken. Okay. Bleib hinter mir. Dennis kann dumm erbärmlich schreiben. Ich denke mal, Avatar ist kein schlechtes Spiel, aber ich glaube einfach, es gibt einfach eine. Ich sag mal, eine gewisse Fanbase für Spiele, wo du halt. So viele Aufgaben kriegst, also beschäftigt wirst die ganze Zeit. Also, ich will schon coole Beschäftigung haben, aber ich möchte auf jeden Fall nicht. Ich möchte nicht, dass es in Arbeit ausufert. Du willst kein Ubisoft-like. Das ist ja, für dieses Avatar ist doch ein Ubisoft-like. Sind hier noch mehr von den Freaks? Das hat diese typische Formel halt, ne? Weg hier! Guten Abend, liebe Nadi. Wie geht's dir heute? Oder sollte ich euch sagen? Du hast, ey, wir haben recht. Wir haben alle gesagt, ich muss gar nicht fighten.
kann echt voll durchkriechen irgendwie. Wirklich alle gegenseitig. Ich hab mir das bisher noch nie angeguckt, das Spektakel. Also entschuldige bitte, was war irgendwas? Hattest du was gehabt? Ach ja, du bist ja krank. Immer gute Besserung, ich hab vergessen. Ja, sie sitzen in der Falle! Bei mir alles tut ihn. Ich hab vergessen, du bist ja erkältet, ne? Schwanger und erkältet, ey, das ist auf jeden Fall keine gute Kombination. Popcorn. Ab heute ist nur Popcorn, wenn ich will. Ja, guck mal! Achso, ich dachte, die haben das jetzt gehört, Alter. Bitte den, der... der stehen bleibt. Oh, die hat gut kassiert auf jeden Fall. Der hat hier vor den Arm abgeschossen. Oder? Nee, ich bin noch ein bisschen matschig. Ich habe wirklich viel gepennt. Ich habe es ja leider nicht geschafft in 24 Stunden. Weil ich habe in 19, vor 19 Stunden habe ich geschafft, 19 Stunden 40 Minuten. Und dann habe ich aufgegeben. Fuck. Ach, Bro, Alter, so schieße ich immer daneben. Das Talker nervt. Warte ab, ich sag dir den zweiten Teil. Warte ab. Boah, ich freue mich schon mit. Ich bin auch gebannt, Bro, geht nicht. Ich kann erst ab dem 23. darf ich wieder streamen auf TikTok. Diesmal haben sie es komplett ernst gemeint. Och, Mann. Scheiße. Egal. Eigentlich könnte ich jetzt hier auch Action machen, ne? Mach Action, Mann. Mach ich auch gerade. Hat die Schrotflinte auf. War das eben? Er hat einen Pfeil auf mich geschossen. Nein, 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 nicht komplett. So meinte ich das nicht. Aber die Typen, die konnte ich mir jetzt holen. Aber einmal muss ich mal so einen Speedrun machen, wo ich wirklich nur rumballere, Alter. Dass man komplett aggressiv spiele, mal nicht so sneaky. Wäre auch mal interessant. Eine müsste doch jetzt eigentlich rausgehen und spazieren gehen hier bei mir, oder nicht? Ich hab Eldin heute mein Dings geschickt, mein YouTube-Video. Der sagt so, was ist das, Cousin? Ist das eine Virus? Digga, Alter. Was hört er sonst mal ein? Ja, schlaf gut und hol dich schön, ja? Besser, dass du schnell wieder gesund wirst. Wir haben sie gefunden! Ja! Der war cool, der hat Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Denk an viel Vitamine, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Ich sehe niemanden. Nicht nachlässig werden. Hier gibt es so viel Pumpenmunition, Alter. Boah, das jetzt kommt, was ich hier noch ganz schön pinkeln, ja, Leute? Ey, jetzt hat Kraki gar keine Arme mehr. Voll bitter, Mann. Was ist mit Kraki passiert? Abby! Abby! Denn Abby ist nur noch Abby. Lev, steig auf! Abby, Abby. Kannst du reiten? Mehr oder weniger? Festhalten! Hör! Kopf runter! Abby will uns entwischen! Gib einfach die Richtung vor! Da vorne! Ab geht's! Bereit machen! Ich sehe Abby! Negos! Nein! Abby! Ich will die gerne bleiben, wenn ich da brauche. Gott! Haven! Haven! Gehen wir da immer noch hin? Ich weiß nicht. Die Boote sind da. Scheiße. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Moment! Abby! Los! Oh, was zur Hölle, ihr Teufel! Lass uns in Ruhe! Mann, heftig. Lauf! Was fährt? Vergiss es! Wir müssen weiter! Dort! Die Docks! Okay, wir müssen hier raus. Abby, hier lang. Wer hat die FBI gemacht, Alter? Wird nicht angezeigt. Danke, Bro. Komm. FBI, danke, danke. Ja, sie, vielen Dank, Bro. Das ist irgendwie alles verzögert heute, keine Ahnung. Ich hatte vorhin auch schon so Internetprobleme gehabt.
Hast du auch Vodafone? Teufel! Nein, zum Glück nicht, sagte er. Danke. Tracy verbaut mich. Mach sie alle! Boah, ich weiß nicht, mal ehrlich, ich hab gar keinen. Man kann nur so viel spekulieren, ich bin so gespannt. Also werden sie sicher was. Auf jeden Fall werden die sich safe was Krasses einfallen lassen. Würde ich sicher sein. Flug nochmal! Volle Arme, Mann. Ich bin voll abgefackelt. Woher wissen die denn, dass ich hier bin? Will ich hinschmeißen? Wir haben dein GPS-Signal geortet. Ehrlich, Mann. Alter, ich hab's verstellt. Die Waffe war auf. Scheiße. Ich hab auch mehr Schuss eingestellt. Digga, wieso treffe ich deinen Kopf nicht? Ja, Mann, eigentlich müsste ich ihn treffen, Mann, ohne Scheiß, Leute. Los, zu den Docks! Lasst niemanden entkommen, Stellung halten! Alter, wer hat sich da angeschlichen? Ich werde verprügelt, die Schweine. Boah, geil, danke schön. Wo, bei YouTube oder wo? Wir werden verprügelt. Boah, da ist noch einer vor mir. Komm, Abby. Komm, Abby. Lang. Ich weiß. Wir müssen das machen. Ich weiß, Lev. Du wirst dich kaputt lachen, obwohl das ein ernstes Spiel ist, aber es gibt auch ein paar coole Sachen. Es gibt nicht viel zu lachen im Spiel auf jeden Fall, aber ein paar Sachen sind. Das ist komisch. Zwischen den Beinen. Ich weiß! Ach stimmt, auf Twitch habe ich die auch. Alles okay! Komm schon!
Voll mit dem Ziel, Alter. Das war so lustig. Machete ist geil. Machete macht echt Spaß. Oh, ey, beim zweiten Teil gibt es noch viel mehr was. Nahkampfwaffen haben ganz viel eingebaut. Sicheln, Äxte, keine Ahnung, was da gibt. Ich will so eine Reiche. Oh, Dennis, das klappt gerade, der Remaster, ja. Oh, wow. Oh, das war auf jeden Fall nicht nett gewesen. Boah, ist aber, hier sieht man richtig krass den grafischen Unterschied, finde ich. An der Stelle, man, sieht man das auf jeden Fall. Boah, der ist heftig gewesen. Hab ich noch nicht gesehen, Body Lost Levels. Ich hab auch noch nicht den anderen Modus getestet. Ich wollte das erst machen, wenn ich durch bin. Nur auf TikTok wurde ich wieder gebannt. Bratte, Alter. Ich hab doch so einen Stöhnsound hier. Wenn du 100 Bits droppst, kommt ein Stöhnsound und den sexuellen Inhalt. Weil TikTok bekommt das Bro. Boah, ey, diese Szene ist so krass einfach. Das ist so krass. Es ist auch richtig so, dass du das nicht anguckst, Sunny, Alter. Ich glaube, allein das schon, wenn du das gesehen hättest, so, man, das nimmt dir dann die ganze Freude, wenn du dann selber das Spiel spielst. Weil das Spiel hat, das muss ich echt umhauen, ich sag's dir ehrlich. Das hat manchmal seine Längen, ne? Aber es hat wirklich krasse Szenen, Alter. Also wirklich so, was für die Inszenierung und spielerisch top ist, den ersten Teil um Längen, ne? Nur die Story ist halt, wie gesagt, beim ersten Teil besser. Geil, dass er einfach aussieht. Haben die jetzt neue Skins gemacht, oder was? Okay, liebe Marie, dann hol dich mal schön. Vielleicht sehen wir uns das später noch. Wenn nicht, schlaf gut, träum schön. Aber ich denke, du bist sicher sowieso in 2 Stunden. Schaust du wieder vorbei, ich kenne dich doch. Haben die jetzt neue Boy-Skins reingemacht, geworden? Ich habe auch so ein ewig nicht mehr angemacht, Alter. Mucke ist so gut, Mann. Hier. Ja, ich geb dir meine klitschnasse Jacke. Hier, ich geb dir meine klitschnasse Jacke. Digga. Ist ja kalt, Lev, ich geb dir mal meine komplett durchnässte Jacke. Sehr schön. Hey, Train, geil, Alter. Ja, der Wild nimmst du, was du kriegst, ey. I love you, man. I love you, too. Boah, danke schön. Vielen Dank.
aus dem Regen. Ich muss auch endlich wieder anfangen, da was zu veröffentlichen. Ja. War da... Boah, allgemein, ne? Es ist ja grafisch alles ein bisschen knackiger, Mann. War cool auf jeden Fall. Hast du eben auch gesehen, wie das aussah? Sah echt gut aus, ne? Die Stelle eben. Guck mal, ich hab alles verloren. Ich hab nicht mal meine Taschenlampe, Alter. Aber der war geil, Mann. Hab ich auch hochgeladen bei TikTok und bei YouTube. Den Red King. Ich hab ihn in unter 3 Minuten, hab ich ihn fertig gemacht. Und den kleinen Red King hab ich totgeboxt, Mann. Bosskampf. Amano, Amano. Abby the King, Alter. Ja, ich weiß, der Amon. Ich hab ihn kaputt gehauen, Sunny, Alter. Er ist weggelaufen für mir die ganze Zeit, die Ratte. Bleib hinter mir. Kein Wunder. Wenn du die Abby ansiehst, der sah dagegen auch so ganz schön schmächtig aus, der arme Red King Junior. Nicht schlecht getan. Niemand legt sich mit Abby Abby an. Vorsichtig. Ich hab einen Fernseher gefunden. Der PlayStation 3 findest du ohne Ende beim Teil 1. Das ist so krass, Mann. Boah, Gänsehaut, Mann. Das ist echt eine schlimme Stelle, Alter. Ich hab diese Kanalisation hinter mir gelassen. Hast du unten rechts ein bisschen reingeklettert, den Tunnel, hast du die Marke geholt? Ja. Tut sogar sie mir leid, Mann. Sogar sie. Shit, Mann, jetzt ist Abby sauer. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Ein Punkt. Erstmal müssen wir da reinkommen. Ich habe mein Video bei TikTok erstmal Untertitel angemacht, aber ey, was der denn übersetzt hat, hört bloß auf. Da habe ich das selber übersetzt, ne? Aber irgendwie hat er dann die Untertitel nicht weggegangen, die sind geblieben die ganze Zeit. War verbuggt irgendwie so, weiß nicht. Ohne Untertitel gemacht. Okay, an die Leiter. Bereit? Ich vergesse jetzt Sunny das Cover von meiner Story schickt. Ey. Jetzt irgendwann, das hat ja kein Internet, hast du es nicht gesehen. Nee. Ich konnte den Kopf leider nicht gerade machen, Alter, weil das über Handy ist, dieses zum Cover erstellen. Guck mal bitte bei WhatsApp habe ich dir geschickt. Und ich gleich machen, oder? Die ganze Zeit da, er war nur still da am Kochen. Was hast du leckeres gemacht? Gerade als Sushi. Geil, Alter. Fische Hühner sind die beste einfach. Lass es euch schmecken. Du schiefen Kopf finde ich gut. Ja, das ging leider nicht, Mann, weil es so klein ist. Konnte ich nicht drehen. Okay. Stell jetzt. Ich bin voll genervt, Mann. Ich mach's gerade und immer wenn ich es klein mache, wird der Kopf wieder schräg, ey. Was sind Leas? Ah, es hat doch was, es ist lustig.
Er hat uns verfolgt. Sie ist schon frei. Hier bricht von Einheit Echo. Fuck. Hier Position 2. Echo. Nicht geladen. Kaiser ist tot. Ein Massaker. Vorsichtig. Bleib nah bei mir. Ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Ich höre ein Hund. Wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Lass, es schmeckt gut am Tief, wünsche ich dir. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichser! Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Und nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter. Waffe runter! Fuck! Nein, nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Komm! Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus. Renn mir ja nicht weg! Ich verstehe jedes Mal, diesmal vom Bluten, Alter. Guck mal, wie sie geschluckt hat, Alter. Eigentlich habe ich zu schnell erschossen, Alter. Ich bin der Story nicht. Aber das Spiel jetzt zu Ende, so. Ich hab's erwischt, das Spiel zu Ende einfach. Ja, genau, Bro. Die andere Perspektive jetzt. Das hat jetzt alles so zur gleichen Zeit gespielt, muss ich mir vorstellen, nur aus der Sicht von der anderen. Deswegen ist das Spiel auch so doppelt so lang. Hab dich! Ah! Scheiße, Mann, wer hat sich nicht umgedreht? Aber Ellie ist brutal, Mann, die ist nicht einfach irgendein Gegner, Mann. Verstecken bringt nichts. Bei Permadance, wo ich X gedrückt habe, Alter, statt ausweichen, Mann, so eine Scheiße. Ich wurde hier viermal erschossen oder so eine Kacke, Alter. Okay, die ist so schwer, Mann. Ellie ist wirklich brutal, Mann. Nein, die hat mich kaputt. Boah.
Alter, der Finisher, Mann. Was für ein mieser Finisher. Ich hab ja... Du bist tot! Oh, Bro, Alter, sie ist genau um die Ecke gelaufen, Alter. So eine Kacke, Mann. Verpiss dich, Mann. Wie die mich jagt mit ihrer Pumpe, Alter. Wow! Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Digga, Alter. Boah, Junge. Junge, sie hat eine Schaufel und labert mich voll. Komm zurück. Feige Bitch, Alter. Feiges Hühnchen. Bock, 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 bock. Na denn? Ehrlich, Mann, die ist wie so ein Michael Myers oder so. Keine Ahnung, Alter. Schuld. Einfach Ellie Abi, Alter. Mann, shit! Ich schwör's dir, Ellie ist wirklich. Sie ist doch schwieriger als der Red King. Die Mucke dazu. Der Soundtrack im Spiel ist so krank, was sie da geschaffen haben. Einfach Spannung sein Vater. Und seine Mutter. Und seine Mutter zusammen. Guck mal, Abby, sie will noch weiter drauf anzügeln, Mann. Denkt sich, das war's doch nicht. Komm her, kleine Bitch. Auch wenn ich so Abby nicht mag, ne? Ich feier's voll mit ihr zu spielen. Keine Ahnung, Digga, die ist voll brutal einfach, Mann. Die hat so eine Kraft einfach. Die ist so brutal, Mann. Die ist brutal, Mann. Die ist brutal, Alter. Ist wie? Alte Scheiße. Ich glaub mir, da wo die hinhaut, wächst kein Gras mehr, Alter. Nennt sich auch Backstein, Abby. Ist den Backstein in meiner Hand? Ah, hau ab! Abby ist der Gewalt sein Vater. Noch einen neuen Backstein, verdammte Scheiße. Backstein, Abby, nicht mehr Backstein, Abby. Ist halt eine Flasche. Nein! Oh mein Gott, der Typ. Oh, das war's, RIP. Die hat mich, lauf! Mann, die ist zu fies. Ich mach den Haushalt freiwillig. Genau so ist sie. Aber glaub mir, bei beiden glaube ich. Ist alles gut, ich mach den Haushalt freiwillig. Ich will mich mit keiner von beiden anlegen. Oh, Scheiße. Jetzt legt sie ihre Minen, ey, diese hinterlistige kleine. Ja. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das würde ich immer sagen. Würde cool. Abby! Beide, ne? Danke, Yasmin. Boah, weißt du, bei mir war Tammer, der ist erbarmungslos, egal wie euch, voll oft gestorben. Stopp! Sie hatte nichts damit zu tun. Mucke, Mann, ist so heftig. Sie ist schwanger. Gut. Abby. Ja, Atreus. Ja, ich mein Lev.
bist jetzt die Runde weggelaufen. Wie ist die Maschine auf der Baustelle? Auf jeder Baustelle. Die der Rache gab, Leute, ihr wisst, Spiel ist zu Ende, ne? Wir leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oder auch nicht. I love you, man! I love you too! Hey, Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut.